Und willkommen zurück. Da sind wir wieder. Let's play Minecraft. Mit mir, dem Ramon von FancyLP. Und ja, der Plan war ja, dass wir jetzt in dieser Folge eine kleine Holztour machen, eine kleine Erkundungstour. So all möglichen Krempel mitnehmen, den wir jetzt so brauchen. Wir nehmen einfach mal so ein bisschen von dem Akazien. Ach komm, wir nehmen das alles hier mit, weil das Akazienholz werden wir wahrscheinlich niemals brauchen. Und ja, zu essen haben wir jetzt erstmal 7 gebratenes Fleisch. Nehmen wir mal die Äpfel mit. Und dann gehen wir mal rüber zu der Höhle da. Nicht zu der Höhle, wir gehen jetzt hier auf die andere Seite. Erstmal, wir wollten ja hauptsächlich Holz sammeln. So, also Rohstoffe an sich, Eisen und den ganzen Stuff haben wir ja. Guck mal, hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar Bäumchen. Und ich denke mal, wir können in der Zeit auch die Monster wieder anmachen. So. Weil, wisst, alles was 3 Meter weg ist vom Haus, da kann man auch die Monster anknipsen. Fuck. Die Eier nehmen wir mal mit. Für unsere spätere Hühnerfarm. Also ich gehe mal davon aus, dass wir bestimmt eine bauen werden. Was hier? Nicht mehr ganz gereicht, oder was? Ach so, hä? Weggebrannt? Was ist denn hier passiert? Okay. Mich soll es nicht stören. Aber gut. Muss halt jeder selber wissen. Und Sand brauchen wir auch, fällt mir gerade so ein. Mensch, ey, wir brauchen, also machen wir jetzt quasi eine Tour und holen einmal alles. Einmal alles. Von Holz über Sand. Und ich hoffe, dass es jetzt in der Folge nicht so ruckelt, weil ich nebenbei das Video für gestern noch fertig render. So nebenbei quasi alles gleichzeitig. Hab hier, glaube ich, jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Programme parallel laufen. Aber noch sieht's gut aus. Noch sieht's ganz gut aus. Und dann kann jetzt, glaube ich, nichts mehr schief gehen. Und dann schauen wir mal. So, dann hoffe ich mal, dass wir diesmal nicht wieder sterben. So wie sonst. Es geht mir gerade voll gegen den Strich immer noch. Also ich kann diese Creeper-Geschichte nicht vergessen. Schaut euch die vorherigen Folgen einfach mal an. Das war einfach nur traurig. Okay, zum Schluss gab es ein Happy End. Aber trotzdem. Es geht ja auch ein bisschen ums Prinzip, ne? So, also wir gehen. Also ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall so viel Holz sammeln, bis entweder das Inventar voll ist. Oder bis beide Äxte aufgebraucht sind. Oder beides. So. Was wollte ich denn jetzt sagen? Da war ich kurz abgelenkt, weil ich ja hier völlig zubombardiert werde mit Nachrichten nebenbei. Immer wenn ich aufnehme. Ich finde es immer total lustig, so dieses Phänomen. Den ganzen Tag meldet sich kein Schwein. Niemand. Gar keiner. Das Handy steht still. Aber dann in solchen Momenten, wenn man aufnehmen will oder schlafen muss oder wenn man wirklich einfach mal absolut keine Zeit hat. Ich glaube, die Leute riechen das. Die riechen das. Die sehen, oh, guck mal, der hat gerade überhaupt keine Zeit. Jetzt schreiben wir ihm. Sofort. Instant. Das muss einfach so sein. Das ist alles irgendwie einfach nur phänomenal. So, ich werde mir richtig viele Bäume haben. Nehmen wir die Setzlinge auch immer fleißig mit? Nö. Cool. Perfekt. So möchte ich das. Wieder voll rumschlampen. Und ich sehe das schon kommen, dass wieder von sich ein Creeper von uns hinten anschleicht. Ich weiß ja noch, wie das war in der ersten Staffel, ersten Season. Wo immer der Creeper hinter uns explodiert ist. Und ich dann dachte nur, aber im Prinzip war es ja nie wirklich schlimm, weil der Creeper, ein Creeper sprengt uns jetzt dank Eisenrüstung nicht mehr in die Luft, die immer noch komplett heil ist. Finde ich cool. Okay, stimmt, wir hatten jetzt so, seitdem wir die Rüstung hatten, auch gar keine wirkliche Monsterbegegnung mehr. Soll mich jetzt nicht stören, also ich bin, glaube ich, der Letzte, der sich beschwert.
hätten uns auch mal eine Schere machen können, weil die Blätter werden wir bestimmt brauchen. Weil dieses Design-Element, was wir auch schon in der ersten Season hatten, achso, ist die Erde, da oben. Diese Design-Elemente mit diesen, ja, mit diesen Pflanzen im Haus, die haben mir schon gefallen und die würde ich auch weiterhin so machen. Gucken, vielleicht kann man das Ganze sogar noch ein bisschen erweitern. Aber das wird sich halt alles erst zeigen in naher Zukunft. Also schön dranbleiben, immer schön die Folgen gucken. Den Setzling nehmen wir mit. Und zwischendurch haben wir doch kleine Rucke. Also ich merke das. Ihr merkt das. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch merkt. Oh, es wird dunkel. Dann wird es jetzt bestimmt gleich mal ein bisschen interessant. Nee, also ich weiß nicht, ob ihr das merkt hier, so ein kleiner Ruckler. Ich merke das auf jeden Fall vom Spielgefühl her. Das ist alles ein bisschen abgehackter als sonst. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass die Aufnahme so ist, wie sie sein soll. Ich habe jetzt noch nie gerendert und aufgenommen gleichzeitig. Das ist, entweder macht man eins oder macht das andere. Da ich aber ab morgen sozusagen gar keine Zeit mehr habe zum Aufnehmen, setze ich mich heute dahin und dann seid ihr versorgt mit Folgen und ich kann mich noch um andere Dinge kümmern. Ja, also, naja, immer positiv denken, das wird schon klappen. So, jetzt hören wir voll die actionreiche Musik. Oh, hier haben wir richtig viele Setzlinge, sehr gut. Können wir die Setzlinge setzen, bis der Arzt kommt. Hagelt Setzlinge. So. Hier war nochmal welche. Und dann machen wir uns gleich an den nächsten Baum ran. Hallo, schöner Baum. Wie geht's denn so? Nein, so nicht. Der wird natürlich gefällt. Da kriegt ihr direkt die Axt in den Kopf und dann geht er los. Mini-Zombie. Ob ich diese Viecher hasse. Genau, kommt doch gleich noch mit einer ganzen Armee. Alter, was ist denn hier los? Hä? Ist da ein Spawner? Hier ist hier vielleicht ein Spawner. Autsch. Oh, ich werde auch mal was essen vielleicht. So, wie viel haben wir denn jetzt überhaupt an Holz? Ein Stack, zwei Stacks, drei Stacks? Das reicht doch wieder nicht. Ich sehe das doch schon kommen. Aber wir werden uns trotzdem mal ein bisschen zurückziehen. Aber den Baum möchte ich hier noch mitnehmen. Den großen Baum. Das Bäumchen. So. Ich weiß auch gar nicht. Doch, ich weiß. Jetzt habe ich die Bäume, die Setzlinge gar nicht weiter gesetzt. Oh, guck mal hier, schön Bäume nebeneinander. Dann hauen wir mal nebenbei noch die Setzlinge hier mit hin. Siehst du? Ich habe es noch gesagt, letztens. Vor ein paar Minuten. Mit den Creepern. Die kommen an, du bemerkst sie gar nicht, du hörst sie nicht. Weil ich auch die Musik hier direkt laufen habe. Ich habe auch keine Kopfhörer auf jetzt. Weil bei Minecraft ist... Minecraft ist quasi das einzige Spiel, wo es keine Rückkopplung mit den Boxen und so weiter gibt. Da kann man das machen. Das geht bei anderen Spielen natürlich nicht. Wo man auch vielleicht etwas konzentrierter sein muss als bei Minecraft. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder ein bisschen Holz. Ich glaube, da war unser Haus. Dann können wir uns hier mal so ein bisschen... Ach, hier ist Lava. Das erklärt, warum das alles hier so gebrannt hat. Beziehungsweise warum wir nur halben Kram hier hatten. So, hier hoch. Und dann war irgendwo hier unser Haus. Da. Wow. Und hier haben wir wieder einen schönen paar... Oh, ja, genau. Hallo. Alter. Diese Doppelzombies hasse. Hau ab. Riecht.
keine Pfeile mehr. So, sind wir schon mal den los. Aua. So. Mann, ist das reinste Abenteuer hier. So, war's das jetzt? War's das? Ne, da oben ist noch ein Skelett. Da haben wir, glaube ich, gerade Pfeile eingesammelt. Ma. Stirb doch endlich. Komm mal her hier, Adolf. Der ja eigentlich Sherlock Holmes wahrscheinlich sein soll. Er sieht aus wie Adolf. Zack, Headshot, voll ins Knie. Alter, was ist denn los hier, Mensch? Gibt's doch nicht. Oh, Riesenhöhle. Okay, wir gehen jetzt hier mal auf den Berg. Wir müssen ja quasi nur nach Hause. Was quasi hier so war. Komm mal, gibt's ja nicht. Treff nicht. Schieß schon wieder selber. Boah. Ey. So. Gehen wir mal hier rein. Wir müssen die Tür setzen. Da ist die Tür. Soweit sieht es eigentlich ganz gut aus hier. Boah, ich habe nichts gesagt. So, weg. Theoretisch können wir auch mal hier drin ein bisschen ausleuchten. Obwohl das jetzt gerade irgendwie nichts bringt. Stirb. So. Nein, das ist falsch. Und ich höre schon wieder eine Spinne. Aber jetzt habt ihr keine keine Chance. Ey, von allen Seiten wirst du hier angemacht. Meine Fresse. Und ich sehe gerade, wir haben unser Bett zu weit nach vorne gesetzt. Weil wenn ich jetzt hier die Türen setze, wir sterben, dann landen wir wieder irgendwo in Bagdad. Wo unser Bett blockiert ist. Aber ist kein Problem. Jetzt mal eins nach hinten. So, Bett. Wie viele Setzlinge wir jetzt hier haben. So. Zimmern wir jetzt hier nochmal aus Erde ein bisschen Wand rein. Tür rein. Hier eine Fackel hin. Und schlafen. Und dann sieht morgen die Welt wieder ganz anders aus. So. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wie weit wir mit unserem Holz kommen. Enderman. Komm mal her. Ich trau mich nicht. Ich bin ein Enderman. Ich hab Schiss. Ich hab keine Eier. So, die Samen. Die Äpfel können wir wieder hier reinpacken. Fäden können wir reinpacken. Fleisch, Knochen. Ich sehe es schon kommen. Vielleicht kommt wieder ein Creeper und jagt uns alles in die Luft. So, alles. So, die Setzlinge packen wir jetzt hier rein. Jetzt haben wir genug Holz. Ah, hier ist ja noch mehr Holz. Mensch, hammer geil. So, haben wir denn... Nö. Haben wir überhaupt was? Nö. Was haben wir eigentlich? Keine Ahnung. Cool. Ist überall so der Kram drinne. Steine. Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Ich meine, wir haben jetzt so Holz gesammelt. Ach ja, wir wollten ja aus den... Wir brauchen ja normales Eichenholz, da werden wir mal zwei Stacks verbraten. Die werden ja jetzt hoffentlich erstmal so ein paar Minuten reichen. Kann ja nicht so schwer sein. Machen wir hier zum Beispiel erstmal dicht. Dann hätten wir schon mal ein kleines bisschen Sicherheit. Und da ist die Wand einzuniedrig, habe ich das Gefühl. Aber gut, es ist nicht so schlimm. Genau, dann kommt hier oben die Decke rein. Wo ich ja schon wieder eine ganz andere Idee gerade habe. Und wir haben auch überhaupt kein bisschen Sand gesammelt. Chicken Wing. Sehr gut. So. Können wir ja theoretisch schon mal hier die Wand hinsetzen. Obwohl, vielleicht gibt es nochmal... Ja, toll.
Vielleicht gibt es nochmal einen guten Kontrast, wenn wir die Wand doch ein nach hinten setzen. Quasi nicht so wie hier, da hinten. Sondern wie hier. Nein, das wollte ich nicht. Aber egal, wenn wir schon mal dabei sind. Machen wir das so und so und so und so. Und dann können wir quasi... Nein, nicht quasi. So. Wir müssen ja denn hier die Baumstämme setzen. Cobblestone kann weg. So. Ja. Wie machen wir das jetzt? Weil da kann er eigentlich enden. Ach, Mann. So müssen wir das machen. Genau. Durchgängig. So. Toll, wir reißen schon wieder unser Schlafzimmer so ein bisschen ein. Obwohl, nö, diesmal nicht. Erst jetzt. Auch nicht. Okay, dann machen wir das Ganze halt nochmal ein bisschen breiter. So. Dann kommen hier wieder Steine hin. Und hier kommen wieder die Dinger hin. So. Und wieder runter. Dann müssen wir auch mal gucken, wie wir denn am besten den Aufstieg machen. Und dann würde ich sagen, wir bauen jetzt bis hier alles weg. Ja. Wie machen wir das denn jetzt am dümmsten? Das hier muss weg. Und machen wir denn hier so hin? Oder machen wir das anders? Oder müssen wir die hier vorsetzen? Dann sparen wir uns quasi hier die Baumstämme. Ja, das ist mal ein Nachteil hier bei Minecraft. Man muss halt immer ein bisschen rumprobieren und wenn es mal kacke aussieht, dann sieht es kacke aus. Haben wir denn noch Erde? Nö. Cool. Keine Erde ist immer gut. Ja, komm, dann setzen wir hier Cobblestone hin. So. Und dann kommt hier um die Ecke quasi nochmal so. Mann. Dieses Wort. Quasi. Dann machen wir hier nochmal so was hin, so und so. Geil, rede ich jetzt halt wie so ein Schwachmat. Ja, weißt du, mache ich das hier so hin, weißt du, und dann haben wir das voll krass so gemacht. So, da oben kommt dann Holz hin. So. Und dann ist das jo. So, dann haben wir hier Dreier, dann kommen hier wieder... Alles weggerissen. Mit dem Schlafzimmer müssen wir mal gucken. Ich denke mal, das bauen wir gleich als erstes hier einfach mal ganz woanders hin. Da müssen wir halt ein Stück laufen. Wir bauen das, glaube ich, jetzt mal ganz woanders hin. Weil wenn wir hier bauen, jedes Mal unser Schlafzimmer wegreißen müssen, ist ja auch kacke. So. So. Dann haben wir das. Oh, da habe ich mal... Entschuldigung. Da bin ich gegen das Mikro gekommen. Tut mir leid. Also nicht wirklich, aber... Ah ja, doch vielleicht ein bisschen. Bisschen tut mir leid. Seit müssen wir gar nicht graben. Fällt mir gerade so auf. Ich meine, gut, wir lassen das jetzt mal alles so, weil dahinter wird dann eh gebaut. Aber hier kommt ja erstmal noch ein Stückchen Wand. So. Ich fühle mich jetzt ein bisschen sicherer, dadurch, dass wir hier Wände haben. Ich finde es gut. Mir gefällt's. So. Und so. Nein, so nicht. Das war unsere Axt. So, mit O. Dann haben wir das hier und dann müssen wir das hier alles wegreißen. Ab hier. Ab hier wird dann... Geht es dann rein in den Raum... Also müssen wir hier die ganze Wand wegreißen. Die ist nämlich sowieso zu weit vorne. Ich hoffe mal, dass jetzt die Spitzhacke so lange durchhält. So.
Und wir haben jetzt. Jetzt sind genau 20 Minuten rum. Das heißt, es geht in die nächste Folge. Die wird ja am 31. Dezember erscheinen. Das heißt, wir haben Silvester heute. 18 Uhr wird die Folge wieder erscheinen. Beziehungsweise ist sie ja jetzt erschienen für euch. Und ihr seid wahrscheinlich gerade schon fett auf Party und habt gar keine Zeit, Let's Plays zu gucken. Für diejenigen, die jetzt doch diese Folge gucken, ja, finde ich einfach mal schön. Einfach mal so an Silvester schön Minecraft gucken bei Fancy LP.